Leute, es ist bald soweit. 2 Wochen noch bis zum DLC Shadow of the Erdtree. Ich habe mir übrigens die 3-Stunden-Previews, die überall erschienen sind, unter anderem auch von Rocket Beans und von Gregor und so, ich habe mir nichts davon angeguckt, auch von Vativadia, Ouroboros, alle Streamer, alle Leute, die ich zum Thema FromSoft gerne gucke, Jack FromSoft und so, alle haben was dazu gemacht. Ich habe nichts mir davon angeguckt. Ich will nichts wissen. Ich gehe da blind rein in die Nummer und ich habe wieder Bock auf Elden Ring. Ich muss jetzt auch mal wieder so in den Grind reinkommen. Das habe ich mir gedacht, heute noch mal wieder ein bisschen Elden Ring spielen. Mal gucken, was noch so zu finden ist. Vielleicht gibt es noch mal hier den einen oder anderen Boss, den wir legen können. Oder vielleicht skill ich auch noch mal um oder eine andere Waffe oder so. Ich bin auch gespannt. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Feedback für meinen Charakter, mit dem ich dann auch in den DLC-Modus gehe. Deshalb gehen wir direkt rein ins Elden Ring. Oh, wir machen natürlich hier Greenie hoch. Ach, ich liebe dieses Spiel. So, okay. Neuer Charakter? Nein, Mann. Ich habe nur einen Charakter. Also außer diesen Randomizer-Charakter, den ich noch habe mit Jack FromSoft, aber es gibt nur einen Charakter. Und das ist Sir Edmund. Ich habe doch nicht mein halbes Leben in diesen Charakter gesteckt, um dann einen neuen anzufangen. Ich traue mich immer noch nicht umzuskillen, weil ich habe zwar, weiß ich nicht, wie viele. Ah nein, ich habe es auf Deutsch, oder? Ich muss es auf Englisch stellen. Ich kann Elden Ring nicht auf Deutsch spielen. Tiefen von Tieffurz, wenn ich das schon lese, ey. Oh, nee, egal. Shit. Egal, jetzt spielen wir auf Deutsch. Nein, dann kann ich die ganzen Namen von den Waffen und. Egal, ich lasse es jetzt so. Ja, ihr seht, ich bin gerade bei meiner Mission gewesen, als ich das letzte Mal gespielt habe. Das war übrigens offline. Alles nochmal so abzuchecken. Weil ich bin jetzt hier im NG Plus, also ich werde auch den DLC im NG Plus spielen. Und so viel ist nicht mehr offen. Also ich habe hier schon echt sehr viel wieder gemacht. Ja, ihr habt recht. Ihr habt vollkommen recht. Umstellen geht schnell, oder? Lieber jetzt kurz 2 Minuten zurück, als jetzt eine Aufnahme machen, die 3 Stunden nervig ist. Ihr habt vollkommen recht. Vielleicht muss ich gar nicht immer aus dem Spiel rausgehen. Wir machen das schnell. Ist das hier? Doch. War doch richtig. Ich würde neu anfangen. Ja, dann mach das doch. Monatsende. Das ist doch das Schöne. Macht doch jeder, wie er mag. Ich will auf jeden Fall mit meinem Charakter spielen. Ich habe ja nicht umsonst nahezu jedes Item mir erfarmt. Wobei, es gibt noch 1-2 Sachen, die ich nicht habe, glaube ich. Ihr könnt gerne dann auch mal in den Chat reinschmeißen. Vielleicht fehlt mir noch irgendeine super rare Waffe, die irgendjemand droppt. Ich habe ja nicht speziell viel gefarmt, muss man sagen. Also ich habe selten wirklich gezielt auf Waffen gefarmt, außer das Magma Blade, glaube ich. Das heißt, es kann natürlich schon noch sein, dass ich irgendwelche Waffen nicht habe. Weil theoretisch ja jeder Gegner irgendwas droppen kann. Aber also die wichtigsten habe ich natürlich. Ich glaube nicht, dass ich irgendeine wichtige Waffe oder irgendeine geile Waffe nicht habe. Aber es kann natürlich sein trotzdem, dass ich irgendwas nicht habe. Ja, Magma Blade habe ich schon, natürlich. Weil ich natürlich fleißig bin. Wo ist es denn? Schon wieder eine Weile her, dass ich hier noch... Ach, was ist das denn hier sortiert? Achso.
Ich habe mittlerweile natürlich auch viele Waffen doppelt oder dreifach hier. Weil ich halt im NG Plus natürlich auch schon viele Gegner dann nochmal gemacht habe. Was ist das? Scheiß Magma Blade. Da ist es doch, oder? Ja. Hier. Das ist zum Beispiel ein sehr seltenes Schwert, das man farmen muss. Ich bin durch mit dem NG Plus. Also, ich könnte schon jederzeit ins NG Plus gehen. Es gibt hier, also, verpflichtend gibt es hier eigentlich nichts mehr zu machen. Es gibt wahrscheinlich noch irgendwelche kleinen Popelgegner oder so, aber. Es sieht eigentlich sehr, auch einfach hammergut aus, einfach. Das Einzige, was ich bei Elden Ring so ein bisschen vermisse, ist, dass es keinen Fotomodus gibt. Wie oft ich mich schon irgendwo hingestellt habe und einfach nur so mir im Kopf so ein Foto, ein Screenshot gemacht habe, wo ich gedacht habe, ganz bescheuert, ich stelle mir dann immer vor, es gibt einen Wettbewerb, also so ein Preisausschreiben. Wer schickt den schönsten Elden Ring Screenshot? Das mache ich dann immer in meinem Kopf, diesen Wettbewerb, dieses Preisausschreiben mache ich in meinem Kopf und dann suche ich immer Locations und denke mir, würde ich hiermit gewinnen? Würde ich hiermit gewinnen? Ich habe schon viele Locations gemacht. F12, ja, ich spiele auf PlayStation, aber danke für den Tipp. Screenshot-Taste auf dem PS5-Pad. Ja, okay, man kann Screenshot machen, ich weiß schon. Aber ich meine natürlich jetzt Fotomodus. Richtig geil mit noch ein bisschen, ihr wisst schon, so wie bei Cyberpunk oder so. Oder Ghost of Tsushima. So, das ist übrigens mit eine Gegend, die ich am meisten hasse hier. Und ich überlege gerade, was ist hier eigentlich wichtig? Da bin ich gestorben? Achso, da bin ich durchgeritten. Wie ein Verrückter. Halo Scythe. Habe ich natürlich. Leute. Habe ich sogar hochgelevelt, weil ich die sehr gerne mag. Auf plus 9. Sehr gute Waffe. Aber wurde, glaube ich, genervt irgendwann. Ja, die ist trotzdem noch sehr, sehr gut. Erstmal Seelen holen. Ich weiß zwar nicht. Das ist auch Quatsch. Brauchst ja wirklich keine Seelen mehr einsammeln mit dem Farming-Gebiet. Wow. Was könnte man noch machen? Welchen Boss? Es liegen. Also, die Main-Bosse sind natürlich alle schon weg. Aber hier. Ja. Wow, shit. Das war knapp. Da habe ich gerade in den Chat geguckt. Hol doch noch die Yellow Frenzy Flame Eyes. Kann ich hier kurz ins Menü oder werde ich von irgendwas angegriffen? Die Yellow Frenzy Flame Eyes. Scheine ich tatsächlich nicht zu haben, oder? Kann natürlich sein, dass ich die ein oder andere Bossseele nicht richtig umgewandelt habe. Flame of Frenzy. Unendurable Frenzy. Hall of Shabiri. Baldur's Sideswort fehlt. Ja, absolut. Meine Lieblingswaffe auf Dark Souls 1. Aus Dark Souls 1. Ich glaube, der Fucker hat mich umgebracht das letzte Mal.
down. Ah ne, da oben bin ich gestorben irgendwo. Das ist einfach so geil hier, das Gebiet. Also nicht geil im Sinne von geil, aber es ist geil. Ja, eigentlich muss ich auch nichts einsammeln. Das ist eigentlich alles Quatsch hier. Nichts davon bringt mich wirklich weiter, aber man macht's halt. Das Einzige, was ich noch gut gebrauchen könnte, wären Lava-Tiers. Heißen die so? Die Umskillungsdinger. Ich meine, ich habe zwar noch einige, aber ich finde es halt nach wie vor, skill ich nicht gerne um. Weil ich mir immer denke, so, ja. Man kann es halt trotzdem nur begrenzt machen. Wo sind die denn? Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Bescheuert? Sind die bei Quest-Items? Da, 10 Stück habe ich. Also ich kann 10-mal umskillen. Was ja eigentlich nicht schlecht ist. Aber irgendwie finde ich es trotzdem... Weiß ich nicht. Weil angenommen, du skillst einmal zu irgendeinem Bild um. Weiß ich nicht, du willst Drachenatem benutzen oder wo, so machst du irgendwie so. Oder machst du ein Faith... Bild, weil du damit mal rumprobieren möchtest. Dann merkst du aber, es gefällt dir nicht und willst wieder dein altes Bild zurück. Dann hast du schon 2 von 10 verbraucht, nur um eine Sache quasi zu testen. Also das ist so ein bisschen eine Sache, die mich so davon abhält, immer umzuskillen. 2 von 10, das sind ja 20%, das sind ja 1,40 €. Ich finde, man könnte umskillen, irgendwie hätte man da einen Weg finden können, dass man unendlich umskillen kann. Weil man hat so viele Waffen und Rüstungen und Zaubersprüche und so und man benutzt vielleicht viele nicht. Ich meine, ich war ja schon fleißig mit meinem, und ich habe das NG Plus, also ich habe das Grundspiel und das NG Plus durch und habe 10, vielleicht hatte ich auch 12, weil ich 2-mal umgeskillt habe oder so, aber... Normalsterblich finde nicht so viele von denen, wenn man nicht gezielt nach denen sucht. Und das hält die Leute vielleicht davon ab, manche Builds oder so zu testen. Man kann auch nicht alle Waffen auf Max bringen, aber fast. Du kannst alle Waffen zumindest auf plus 9 oder plus 24 bringen, was schon reicht, um ein Build zu spielen, meiner Meinung nach. Die hier ist jetzt auch nur plus 9, weil ich die letzten Steine nicht ausgeben will. Aber den Build kann man trotzdem spielen. Wenn man die im DLC kaufen könnte, das würde ich feiern. Man hätte die zum Beispiel auch, ja genau, Endgame-technisch irgendwie für richtig viel Seelen einfach zum Kauf anbieten. Oder richtig leicht farmen. Irgendwas. Das Gebiet hier finde ich übrigens, so schön es teilweise aussieht, ich hatte immer das Gefühl beim Spielen, dass es ein bisschen unfertig ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil es hat so, ich kann es nicht so gut erklären, es wirkt irgendwie nicht so richtig zusammenhängend. Du hast zwar unten hast jetzt hier so ein paar patrouillierende Einheiten, dann hast du da ein Gebäude, aber es wirkt irgendwie so ein bisschen, ich weiß es nicht. Ein bisschen... Oh nein, Fickfische.
Typen hasse, ey. Ja, kein Bock. Also ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall nicht mein Favorite-Gebiet. Es wirkt irgendwie ein bisschen unkohärent. Ich meine, ich kann es auch nicht erklären. Irgendwas an diesem Gebiet hat mich immer ein bisschen gestört. Es war jetzt auch zum Spielen, hat es auch nicht ultra viel Spaß gemacht, dieses Gebiet hier. Also verglichen mit anderen. Überlebe ich das? Ah. Stimmt, den 46 Dragon. Den gibt es hier noch, da oben. Aber ich weiß nicht, ob ich die 4 Quests an dem Punkt schon habe. Ich glaube, ich habe die verkackt. Die Welt wird leer. Ja gut, das ist ja auch so ein bisschen. Ich sag ja, die ist so ganz komisch. Auch die Gegner und alles irgendwie. Habe ich eventuell den falschen Knopf gedrückt? Vielleicht. Okay, aber okay, ich will jetzt mit der Waffe eigentlich gar nicht spielen. Mal sogar den habe ich auf 9. Beste Waffe im Spiel. Super Stagger Waffe. Guck mal, der hat mich gesehen. Oh! Oh shit! Runtergefingert. Das klingt falsch. Eine unterschätzte Waffe. Ich glaube, die hat den höchsten Stagger-Damage im Spiel. Die aufgeladene L2-Attacke. Aber nämlich, das könnt ihr gerne nochmal fact-checken. Dafür würde ich nicht meinen Finger ins Feuer legen. Da ist er wieder lustig. Der lustige Ede. So, wie war das hier nochmal bei dem hier? Wie kriegt man den nochmal runter? Da waren die Dinger, ne? Keine Ahnung. Schon wieder vergessen. Da oben irgendwas? Vergessen, wie man den noch mal runterkriegt. Nimmt man den Füßen was? Ah doch, hier. Oder? Nee. Das war doch immer so weißes Zeug, aber das ist hier gar nicht. Von da, ne? Von den Ästen. Ach ja, genau. Okay. Wir müssen da hoch. Das war. Da hinten gab es, glaube ich, so ein Jump Pad. Mich recht erinnere hier irgendwo. Ich sag Jump Pad. Gab es hier Luftdings. Wie war denn das nochmal?
Hier von der Kirche dahinter, glaube ich. Aufs Dach. Jetzt hänge ich hier. Im Geäst. Ich bin mir nicht sicher, ob das der schnellste Weg ist. Aber ich meine hier, genau. Hier hoch. So. Da war ein Bad Motherfucker. Wollen wir den machen? Mit dem Finger. Dauert so lange, dass ich kaum die Visceral Attack machen kann. Alter, wie der reinhaut. Okay, ich war, glaube ich, Fat Roll. Der Finger ist so geil, ey. Okay. Habe ich Fat Roll? Das kam mir gerade so. Nee. Ich bin einfach nur fett und langsam. Im echten Leben. Okay. Das ist kein Problem, der Junge. Von hinten wäre natürlich geiler. That's what she said. Aber ich meine, wenn man den von hinten fingern könnte, dann wäre, glaube ich, mit einem... Leute, was sage ich hier für Sachen? Aber es ist so. Wenn man den von hinten... Ja, dann wäre, glaube ich, mit einem weg. Nein! Boah! Ist natürlich eine sehr langsame Waffe. Das muss man ganz klar sagen. Und er hat echt gut reingehauen. Ist halt NG+, ne? Kann man die backstabben? Guck mal, der in einem Schlag nimmt er mir einen halben Energiebalken weg. Oh shit. Reaktion eines Metzgers. Pam, da geht er down. Der Finger. Was hier war. Oder irgendwas Enttäuschendes. Naja, doch nicht die Crucible Armor. Tatsächlich eine gute Rüstung. Jetzt habe ich sie doppelt. Dem habe ich es aber gezeigt. Das mag ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Jetzt versuchen wir nochmal aufs Mausoleum zu kommen. Also wir reiten hier erstmal durch die Lappen. Oh nein, Fickfrosch. Oh nein, mehrere Fickfrösche! Oh! Curse! Ich habe so Angst seit Dark Souls 1 Zeiten vor euch. Ich habe so unglaubliche Angst. Absolutes Trauma. So, dann gehen wir hier lang. Da ist der Bogenschütze, der dumme Schmock. Den kaufe ich mir. Lol. Ich muss sagen, also die hauen schon alle ganz gut rein hier im NG+. So, das war natürlich der falsche Ast. Obwohl... Könnte jetzt nervig sein. Ich schaffe ich
den Double Jump dahin? Vielleicht besser hier. Ah, wir haben einen von hinten. Oh. So, und dann müssen wir, da müssen wir nämlich hoch. Das Problem ist, dann ist der Dude wieder am Nerven. Der ist sehr ungünstig runtergefallen. Plus er hat überlebt. Weil der Pfeil könnte mich potenziell hier runterballern. Ich versuche jetzt einfach mal... Geil, der Frosch ist auch einfach in Abgrund. So, jetzt müssen wir gucken. Geronimo! Achso, hier müssen wir jetzt den Sud. Runterkloppen. War's schon, oder? Ja, da senkt er sich schon. Invasion gehört? So. Was habe ich denn noch nicht remembranced? Das ist so dumm, dass man das hier nicht sieht. Eigentlich... Nee, warte mal. Das macht ja... Jetzt bräuchte ich... Ich müsste erstmal zu der... Fingertante. Hättest du nicht Bock, dir einen komplett neuen Char zu bauen? Nee, null. Das ist mein Char. Wieso nochmal alles machen? Zum dritten, vierten Mal? Nee, nee. Ich bin so froh. Ich bin ja eher so ein Completionist. So. Ich hab echt, ich bin froh, dass ich fast alles hab. Alle Waffen, alle Sachen, selbst Sachen, die ich nicht benutze. Na, guck dir mal an, was ich alles gesammelt habe. Ich bin hier mit ihm echt so gut ausgestattet. Ich hab alles. Pfeile, Gewürze, Wurfsachen, Parfüms. Nee, das ist ein guter Junge hier. Lasst mich. Ich glaube auch nicht, dass der DLC zu einfach wird. Weil ich mir sehe ja schon, wie hier die Gegner reinhauen. Das wird schon anspruchsvoll werden. So, wo ist denn jetzt hier das nächste Bonfire? Ich muss was machen. Es gibt 309 Waffen in Elden Ring. Wie viele hast du? Das ist doch mal eine sehr gute Frage. Aber ich habe natürlich keinen Bock, sie zu zählen. Und was zählt alles als Waffe? Und das Problem ist, ich habe natürlich zum Beispiel hier den Dagger, den habe ich ein paar Mal. Ich habe auf jeden Fall nicht 309. Ich glaube, das ist, kann man schon mal ziemlich safe sagen. Aber da sind halt auch viele Crap-Waffen dabei. Der No Spoiler, der DLC wird mega hart. Ja, das glaube ich auch. Also war ja schon immer so bei den FromSoft DLCs. Da fällt mir ein, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Sekiro hat nie einen DLC gekriegt. Strange eigentlich, oder? Das ist, glaube ich, das einzige Spiel aus der FromSoft-Reihe. Dark Souls 1 hatte... DLC, Dark Souls 2 hatte DLC, Dark Souls 3 hatte DLC, Bloodborne hatte DLC, Elden Ring kriegt jetzt DLC.
Wird es ein Stärkebild? Ich weiß es noch nicht. Ich würde das im DLC, mache ich das natürlich dann auch so ein bisschen abhängig davon, was ich da so finde für Stuff. Es gibt ja viele neue Waffen und Waffengattungen und so, mit denen will ich natürlich dann auch schon so ein bisschen rumspielen. Momentan habe ich ein Arcane-Build, beziehungsweise ein Strength-Arcane-Build. Aber angefangen habe ich mit einem Dex-Build. Und dann schaue ich einfach mal, was für Waffen ich finde und was ich für Anforderungen dafür brauche und so. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Auch das ist aber auch ein Grund, warum ich die Lava-Tiers noch nicht ausgeben will jetzt, weil ich einfach erstmal abwarten will, was man so im DLC findet. Hier ist kein Bonfire, wie ich gerade feststellen muss. Ich glaube, das ist hier das letzte. Aber es ist nicht so weit. Jetzt hätte ich auch noch direkt zum Tafelrunde. So, hier brennt's auch schon lichterloh. I see. So, Spirit Tuning. Ja, ist ja verpönt. Ich mochte ja das Spirit-Feature. Man sieht ja hier, wie viele es gibt und ich finde es eigentlich geil, denen beim Kämpfen zuzusehen. Ja, es kann ein bisschen den Schwierigkeitsgrad nehmen oder auch sehr den Schwierigkeitsgrad nehmen. Aber ich erinnere mich noch an meine gute Anfangszeit mit Oleg. Es hat immer Spaß gemacht. Ich finde das nach wie vor irgendwie eine geile Idee, weil es auch so viel unterschiedliche gibt, weil die so unterschiedlich auch reagieren und man die auch taktisch ganz anders einsetzen kann und so. Ich hab da gerne mit rum, probiert zum Beispiel hier die Crystallian Ashes, habe ich sogar auf plus 10 gemacht. Ziemlich geil. Kaum kaputtbar, sind richtig gute Tanks. Naja. Aber ich weiß ja, was ihr davon haltet, deshalb will ich es nicht weiter thematisieren. Jetzt schimpft ihr wieder mit mir. So. Hier steht nicht, ob ich die schon hab, ne? Die Axe of Godric oder habe ich, glaube ich, beides schon. Carrion Regal Scepter habe ich. Die habe ich auch schon beide. Lion Great Bow, Dragon's King Greg Plate und Placido Zerx. Also irgendwelche Boss-Sachen habe ich auf jeden Fall nicht. Das weiß ich. Ich wahrscheinlich sind die. Hier ist der Carrion Regal Scepter. Golem Great Bow. Den habe ich tatsächlich nicht, oder? Den Lion Great Bow. Ich meine nicht, dass ich ihn jemals verwenden werde. Aber den habe ich nicht. So wie ich das gerade festgestellt habe. Das Greatsword von Radahn kann man dual-wielden. Aber... Ja, okay, man kann ja alles dual-wielden, aber was... Hä? Das ist ja quasi dual-wielded. Quasi dual-dual-wielded. Ja... Das habe ich schon.
Den Bogen habe ich noch nicht. Radan's Rain. Drag King's Crackblade habe ich auch. Das hat mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel gebracht, hier hinzugehen. Das ist nicht optimal gelöst. Das ist nicht optimal gelöst. Was mache ich? Was hier? Ich bin echt gerade unentschlossen. Ich müsste eigentlich die Guides holen, die Guidebücher. Oder ihr. Helft mir, ich kann jetzt parallel nicht googeln, beziehungsweise ich bin zu faul, jetzt hier das Laptop aufzumachen. Aber es fehlen natürlich auf jeden Fall. Fehlt mir noch was von den Boss-Sachen. Weil ich nicht alles in den Runs, glaube ich, gemacht habe. Es ist so dumm, dass man hier nicht schon sieht, was man für Sachen kriegt. Weil ich es nicht auswendig weiß. Horalux. Malenia. Man kriegt das Schwert von ihr. Habe ich das? Ich glaube, ich habe das. Habe ich es nicht? Doch. Habe ich. So auf plus 9. Das ist, und deshalb habe ich das nämlich nie gemacht, weil ich immer zu faul war zu gucken, welche Remembrance ich hier nochmal wiederbeleben muss, um irgendwas zu kriegen. Black Blade. Ja, das bringt jetzt nichts. Ich muss nebenbei googeln und gucken. Ich müsste gucken, welche, also nur, dass ihr es versteht, für alle, die nicht wissen, was hier gerade passiert. Wenn man einen Boss besiegt, kriegt man mehr oder weniger so eine, ich sage immer Boss-Seele dazu. Hier heißt es Remembrance, so eine Erinnerung. Und die kann man dann bei dieser Fingerlady, wo ich gerade war, die tot war allerdings, an der Tafelrundfeste, kann man das dann in eine meistens Boss-Waffe umwandeln. Manchmal gibt es auch einen Boss-Zauberspruch oder so. Und es gibt, ich weiß, ich glaube, es ist immer so, dass man die Wahl hat zwischen zwei verschiedenen Sachen. So. Und diese Kloster hier, die man verteilt findet in der Welt von Elden Ring, die kann man dazu benutzen, um eine bereits benutzte Remembrance, Boss-Seele,
wieder zu erwecken, um sozusagen das zweite Item sich auch zu holen. So dass man dann irgendwann alle hat. Du kannst bei diesen Kolosseen hier oder Mausoleen kannst du aber immer nur eine einzige und auch nur bestimmte, je nach Mausoleum, bestimmte wiederholen oder duplizieren. Das heißt, man muss genau überlegen, welche man dupliziert. Man kann das, wie gesagt, nur einmal machen hier. Und dann muss man natürlich eine duplizieren, wo man erst eins von den zwei Items geholt hat. Es bringt mir jetzt nichts, eine zu duplizieren, wo ich schon zwei Items habe. Dann habe ich das Mausoleum sozusagen verschenkt. Und das ist leider, wenn ich hier Kritik ansetzen darf, ist es ein bisschen dumm, weil man sieht zum einen weder, was die jeweilige Bossseele bringt, noch sieht man, was man schon hat. Also man muss quasi erst im Wiki nachgucken, okay, die Seele bringt die zwei Items, dann muss ich gucken, ob ich die schon in meinem Inventory habe, weil ich erinnere mich einfach nicht mehr dran. An manche Sachen erinnere ich mich, aber halt nicht mehr an alle. Und deshalb habe ich es auch bislang nicht gemacht, weil ich immer zu faul war. Aber ich weiß, es fehlen mir noch zwei, drei Sachen. Aber den Hammer vom Eldenbeast habe ich nicht. Das könnte sein. Das kann sein, dass ich den nicht habe. Ich glaube, den habe ich nicht. Den Hammer vom Eldenbeast. Das ist, glaube ich, das stimmt, Chat. Avarun Bakur, da hast du, glaube ich, recht. Ich gucke lieber nochmal. Ist das ein Great Hammer? Aber ich glaube, den habe ich nicht. Ein Speer. Axe of Godfrey. Beast Claw Great Hammer. Brickhammer, ne, den habe ich tatsächlich nicht. Hä? Komm nochmal, Hammer. Ne, ne? Wie heißt der? Ist es der hier? Ich habe ihn zweimal sogar? Der hier? Great Stars? Nee. Marikas Hammer, bin ich dumm? Bitte antwortet nicht. Da. Ach, der ist so unscheinbar. Ja, tatsächlich habe ich den sogar zweimal. Oh, wieso habe ich den denn zweimal? Dann habe ich mir den aus Versehen schon mal nochmal geholt, weil ich dachte, dass ich ihn nicht habe. Und ich hatte ihn oder was? Hä, wieso habe ich den denn zweimal? Wieso habe ich den zweimal? Ich hätte ihn jetzt mir ein drittes Mal geholt oder was? Das kann ja gar nicht sein. Ich bin im NG+. Der ist übrigens übelst krass, der Hammer. Hast du dann das Schwert? Marikas Schwert? Was ist das für ein Schwert? Habe ich überhaupt die Remembrance dann noch? Ist die Frage, wenn ich zweimal Marikas Hammer habe. Siehst du, ich habe Marika gar nicht mehr hier. Habe ich schon verkackt. Oder kann man die hier nicht doublen? Ich glaube, hier kann man alle doublen.
Ich glaube, ich habe den Zauberspruch nicht von Malenia. Elden Beast Remembrance. Die habe ich aber. Radagons Schwert. Ach so, ja, das habe ich auf jeden Fall. Radagons Schwert habe ich. Das habe ich auf plus 10 sogar, glaube ich. Wo ist es denn? Achso, das kann ich gerade nicht benutzen, glaube ich. Wegen der Skillung. Bin ich komplett bescheuert? Was ist denn? Ach, was habe ich hier gerade sortiert? Attack. Da ist es doch. Hier. Plus 10. Ja. Sacred Relic Sword. Ja, das ist jetzt, ich ist nach Attack Dings. Ja, das ist ein Dex. Es scaled mit Dex und ich habe die Anforderungen gar nicht bei Dex, deshalb. Ja. Man könnte eigentlich auch mal schön. Finde ich auch ganz lustig. Flame of the Red Man ist auch komplett OP. Spielst du den DLC gleich am 21.? Das ist der Plan. Ah, dann kann ich doch nochmal diesen Hammer von Marika aufleveln, oder? Wie finde ich die jetzt, die Waffe hier in diesem Boost? Wo ist sie? Was ist das denn eigentlich? Knight Rider Flail, okay. Da. Plus 1. Plus 1. Sechs Stück habe ich. Machen wir auf 10, oder? Come on! Achso, auf 9 habe ich es gemacht. Ne, ich habe nur 3. Ich kann gar nicht auf 10. Ne, ich habe nur noch 3. Ne, das reicht. So, wo gehen wir jetzt hin? Also, da unten ist nicht mehr geil. Hier habe ich, glaube ich, alles gemacht. Vulcan Main Manor. Hier diese Hütte. Corpse Stench Shack. Was war denn damit nochmal? Kommst du von hier hin oder was? Da. Okay, nur Männer habe ich gemacht. Voll late.
Hast du Bock, um 21 Uhr die Ubisoft-Show zu gucken? Och nö, eigentlich nicht. Bin ich so der Assassin's Creed-Fan. Meine Archery. Ist da noch ein Tree Giant? Spielt. Das probieren wir jetzt mal aus. Wo ist denn der? Ich doch schon richtig. Hä? Hoffentlich kommt hier nicht so ein Drecks-Deathbird jetzt. Die hasse ich, die Viecher. Da sind ein paar Opfer. Ich will nicht die Hände schmutzig. Hast du eigentlich beim Playthrough die große Rune aktiviert, also die Elden Ring Humanity? Ja, manchmal. Ne? Die ist ja immer nur aktiv, bis man stirbt. Aber ich habe sehr viele dafür für Malenia verschwendet. Deshalb habe ich kaum noch welche. Ah, hier ist, glaube ich, ein Deathbird, wenn ich mich recht erinnere. Gehe ich denn überhaupt richtig? Hier kam auf jeden Fall bei Nacht noch ein fucking... Wie heißen sie? Vergessen, wie sie heißen. Diese Knights. Da hinten in der Shack. Da kommt ein Deathbird. Ja, Leute, da bist du jetzt durch. Das ist Schluss mit lustig. Hier im NG Plus gibt es keine Gefangenen. Moment, wir haben doch Neid. Also,
ihr glaubt, dass ich blocke oder ausweiche, dann habt ihr euch schief gewickelt. Wie er einfach durch die Flammen gegangen ist, habt ihr das gesehen? Was war denn das? Der einfach durchgegangen. Heilen. Oh. Irgendwas ist passiert, weil ich auf den Tisch gehauen habe. Lol. Was habe ich gemacht? Der Boss hat alles vernichtet. Das ist noch nie passiert, Leute. Das ist mir noch nie passiert. Das ist mal was Neues. Videoquelle, kein Signal. Was genau ist passiert? Gato ist ja gar nicht hier. Hä? Also das habe ich echt noch nicht erlebt. Blazy läuft, Pet leuchtet noch. Ich guck mal gerade. Ah, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ey Leute, ich kann's mir nicht erklären. Auf irgendwas hat er reagiert, aber eigentlich ist hier nichts auf dem Tisch, was Einfluss darauf hat. Komisch. Hä? Okay. Etwas peinlich, dass diese Brute Force Methode nicht klappt hat. Aber er ist einmal durch meine Flame of the Red Man, ist er einfach durchgegangen. Das hat mich jetzt schon so ein bisschen genervt. Es ist, wie es ist. So. Jetzt mal. Dadurch, ne? Diesmal hat er Schaden gekriegt. Oh nein, ich habe keine... Warum sagt ihr nicht, dass ich keinen Mana mehr habe, Leute? Sowas darf uns nicht passieren. Man sieht, ich bin ein bisschen gerostet. Okay. Scheiße, ey. Ich bin voll raus. Ich mache so viele Fehler. Ich muss mal wieder reinkommen.
Okay. Dieser Pisser, ey. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich habe überhaupt nicht... Durch die Buffs hatte ich kein Mana mehr. Das ist natürlich... wirklich ein absoluter Anfängerfehler, der nicht passieren darf. Generell ist das jetzt natürlich... Ich versuche ihn jetzt mal mit Flame of the Red Mane zu staggern und gucken, ob ich da weit komme. Naja, den dritten hätte ich ruhig mal. Da hängt er gut. Okay. What the fuck? Hier kenne ich nicht die Attacke. Das staggert nicht. Interessant. Probieren wir mal Marikas Hammer. Pam! What? Wie konnte es passieren? Ich war in der Luft. Die Sau. Jetzt wird es mir aber langsam zu bunt hier. Der hat mich komplett aus der Luft gesmashed. Ja, ich habe aber auch wirklich keinen Bock, taktisch gerade zu spielen. Irgendwie ausweichen, parieren und so weiter. Ausweichen, parieren. Das ist alles Kindergartenkram. Ich finde, ein guter Build muss einfach den Schlagabtausch können. Oder? Okay, er wird halt auch überhaupt nicht gestaggert von der Attacke und da meine Attacke einfach 20 Sekunden dauert. Ist keine Bosswaffe, glaube ich. Er wird halt überhaupt nicht gestaggert. Das ist das Problem. Er hat ja noch nicht mal irgendwie, ist noch nicht mal nach hinten gefallen oder so. Wegfingern. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eigentlich die beste Idee, die ich heute gehört habe. Am Ende muss es wieder der Finger richten. Alles andere ist auch ein bisschen albern. So, wir buffen uns auch gar nicht erst groß. Doch, wir buffen uns. Kommt. Wie geil ich einfach überhaupt nicht... So. Das... Jetzt wird er schön weggefistet. Gefingert, meine ich. Oh, ich muss nochmal ins Feuer. Wo sind die Buffs? Was war jetzt? Gucken, ob das ihn staggert. Ja, Kamera. Geil. Nichts mehr gesehen. Eduvia, ja, es geht mir nicht darum, den zu legen. Ich könnte den schon relativ easy legen mit den entsprechenden Waffen. Es geht mir darum, Spaß zu haben, Leute. Die Tryhards wollen schon wieder
Ihr unterschätzt manchmal ein bisschen mein Skill, habe ich das Gefühl. Glaubt ihr, ich laufe hier mit dem Finger rum, weil es die beste Waffe für den Gegner ist? Meint ihr, kann ich ausweichen? Oder taktisch spielen? Oder heilen? Boah, die Sau. Ich will den mit dem Finger machen. Was passiert? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Was passiert eigentlich, wenn man... mit dem Finger parried? Probieren wir es mal aus. Also einen kriegen wir ja umsonst. So. Komm, Schlag. Oh, scheiß Timing. Sau. Das sind echt solche Fucker, die Typen. Aber ich hatte ihn einmal geparried, aber irgendwie hat er keinen Visceral Attack gemacht. Stand ich schlecht? Was war da los? Kann man die nicht visceral attacken? Doch, wenn man ihn parryen kann, dann muss man ihn doch auch... Oder? Nee, man kann ihn nicht. Doch jetzt, oder? Ja. Man muss ihn zweimal staggern, oder was? Oh, scheiße. Ich stand nur schlecht. Ich raff's selber grad nicht. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Schildattacke, du Sau. Schon wieder Schildattacke. Ich habe Reflexe von so einem vollgefressenen Elefanten. Vier Attacken, klar. So. Ihr wolltet ja unbedingt, dass ich so
mit Ausweichen und so einem Kram spiele. Medicine Peddler Spell Bearing. Hm. Ja, es war nicht die Brute Force, wie ich es eigentlich wollte. Ich wollte ihn eigentlich durchstaggern, aber es hat nicht geklappt irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Hier kommt jetzt, glaube ich, der Deathbird. Auch ein Arm. Das ist zum Beispiel die Waffe auch richtig schlecht für. Was nehmen wir für den? Was nehmen wir für den? Sowas zum Beispiel. Ich habe ihn aber auch schon gemacht. Geilen Schnecken an, die als Schneckenhaus einfach einen Totenkopf haben. Ist das geil oder was? Das ist geil. Nervt mich die dumme Spinne, ey. Die dumme Schnecke. Boah, nervt doch. Alter, die sind nerviger als der Boss, Alter. Und die töten mich jetzt auch. So, Drecksviecher, ey. Verdammten Scheiß. Aber ich glaube, das Schild, der Schild... Doch, hatte ich schon. Schade. Twinbird Kite Shield. Ja, muss ich ja gehabt haben, weil ich den ja auch schon gelegt habe. Aber guck mal, da steht No Skill. Das ist ein guter Schild für einen Chat eigentlich. Es macht doch nur Spaß. Müsste doch eigentlich noch ein Tree Giant rumlungern. So. Dann nehmen wir doch mal. Da. Sollte natürlich nicht auf den gehen. Och, was?
Oh was, der macht ja Dings. Alter, das ist ja richtig gefährlich. Das ist ja richtig gefährlich. Wieso hat er denn... Tschüss. Überlebt er. Jetzt. Wer wagt es, auf mich zu schießen? Maul. Oh oh. Rückenschmerzen tun. Aber hier ist gar kein... Das ist auch nur ein Minor Air Tree, deshalb gibt es ja auch nichts. So, jetzt haben wir hier im Außenbezirk, glaube ich, wirklich alles nochmal gemacht. Gut. Ist hier noch irgendwas? Welches Level habe ich? Ich weiß es gar nicht. 221. Der hier ist auch schon weg. Das ist die City. Ja, es gibt leider nicht mehr viel zu tun. Es wird Zeit, dass der DLC kommt. Gibt es ein Level Cap, ja? Ich glaube, es gibt irgendwie 720 oder 740 oder irgendwie so. Aber du musst schon hart grinden, weil das schon dann natürlich echt teuer wird. Pro Level. Okay. Lass mal überlegen, was wir noch machen könnten. Was gibt's in Halig Tree? Habe ich auch schon alles gemacht. Placidus Axe habe ich schon gekillt, ja. Kanalisation. Was war das?
Ich finde, der Mountaintop of the Giants war auch nicht so ein geiles Gebiet irgendwie. Also war schon okay. Aber wenn man so, man merkt bei FromSoft oft so ein bisschen, am Anfang geht viel Zeit rein, so Limgrave und Caelid und auch Liurnia waren noch so die drei stärksten. So, und dann merkst du so nach hinten raus, also so Mountaintop of the Giants, wobei ist eigentlich das Einzige, was so ein bisschen abfällt. Aber es ist halt echt verglichen mit Limgrave zum Beispiel oder so. Ist halt deutlich schwächer. Vor allen Dingen, weil das auch so ein großes Gebiet irgendwie ist auf der Karte. Und es hat auch kein Legacy Dungeon, oder? Hat es ein Legacy Dungeon? Gilt das schon als Legacy Dungeon? Castle Sol gilt es als... Ist Castle Sol ein Legend? Ist eigentlich kein Legacy Dungeon? Ich weiß nicht, was die Definition von Legacy Dungeon ist. Ich würde nicht sagen, dass Castle Sol Legacy Dungeon ist. So, hier habe ich alles schon gemacht. Ich habe noch Upgrade-Material auf Lager, ja, auf jeden Fall. Ich kann auch noch Waffen komplett maxen. Ich hoffe natürlich, dass es im DLC nochmal ordentlich Material gibt. Hier könnten wir nochmal hin. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Untergrund könnte ich noch... Da gibt es noch den einen Drachen, aber da habe ich, glaube ich, die Story-Quest. Müssen wir gleich mal checken. Habe ich hier das Item schon? Ja, tatsächlich. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Guck mal. Ob ich den Flegel ausprobiert habe, fragt Peter. Das meinst du den Flail vom Knight Rider Flail? Den habe ich, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Ich habe mich immer gefragt, ob das hier eine Anspielung ist auf Castlevania. Wisst ihr, was ich meine? Castlevania Symphony of the Night. Alle vier zusammen. Na du? So geil. Du Sau.
Ja, das ist hier eine nervige Stelle auf jeden Fall. Du musst hier erstmal. Oh! Du Sausack, welcher war das denn? Der Ritter? Du Pimmelbär, ey. Drecksstelle. Saugesichtiger. Lurch. Oh Mann, ich dachte, das reicht. Die Hände sind die schlimmsten Gegner im Spiel. Die sind so eklig, aber auch so eine geile Idee. So, wir müssen den hier erstmal das. Okay, fuck. Nein! Ich fick Pilz! Da gehen sie hin, die 160.000 Seelen. Jetzt wäre ich aber richtig sauer. Eingeschossen. Nee. Du feige Sau. Durch die Wand. Dafür muss man FromSoft einfach lieben, dass sie das als Feature beibehalten nach all den Jahren. Jetzt komm halt! Huch! Der hat mich so erschreckt! Wo kam der denn jetzt her? Das war eigentlich perfekt. Ich hätte ihn da so vertrimmen können und wahrscheinlich runterschmeißen. Aber das hat mich komplett überrascht. Okay. Du siehtige Fick. Ihr Scheiße. Komm, nochmal. Nochmal klappt's nicht, du Sau. Hohoho. Jetzt komm. Komm. Na? Kein Mana mehr? Du hast nur Glück, dass da hinten noch die dumme Hand ist. Ich hab keine Geduld.
Lol, er hat sogar überlebt, die Sau. Er hat es ernsthaft überlebt. Now you die. Nein! So, jetzt so. Lucidity. Lucidity. Ich glaube, hier gibt es auch gar keinen Boss in dieser, in diesem... Ich habe die Maske in der Röhre nicht liegen lassen. Ich habe die Maske schon. Ich brauche keine Items mehr, Leute. Das ist hier nur zum Späßken. Nur noch Späßi. Auf der anderen Seite. Ich glaube, ich komme nicht mehr da hoch. Ah, doch. Das sind die schwersten Stellen hier. Einfach. Mask of Confidence. Oh, hatte ich die? Habe ich die gehabt? Jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher. Jetzt habe ich sie dreimal. Nee, doch nicht. Hä, Moment. Was ist das? Das ist die gar nicht. Maske erhöht Arcanum 3 und sieht gut aus. So, Aussehen ist ja auch schon wichtig in so einem Spiel. Tatsächlich. Ah. Nice. Das ist doch eine Fake-Nachricht. Das ist doch einfach nicht wahr, was da steht. Ne? Oh, tatsächlich. Doch. Konnte ich jemals das anzweifeln? Spawnen hier nicht noch mehr von diesen Geisterrittern? So, das ist mein Kristall. Oh, oh. Oh, das war knapp. Jesus. Das war knapp, wa? So, keine Ratten hier. Was schon mal gut ist. Das Item. Das Item. Das Leiter.
Glintstone Firefly. Holy proof, dried liver. Ich glaube, hier gab es nichts. Aber wir gucken. Die Maske hatte ich ja offensichtlich beim ersten Run auch übersehen. Da hast du Mare Bito gesehen von 2004. Nee, sagt mir nix. Na gut, dann holen wir uns noch die Rune. Schon da sind. Oh, ein Godskin. Alter, warum you're so mad? Ach komm, du hinkst doch schon. Oh oh. Ob du dich mal heilen möchtest? Jetzt wird's mir zu bunt. Schnitzel mehr.
Heil dich doch! Ist der Knopf kaputt? Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert. Ich sehe nichts. Ich falle gleich. Aber geil, jetzt bin ich hier oben auf dem Gelände. Das ist quasi ein Glitch, Leute. Ich bin Speedrunner. Das bringt leider überhaupt nichts. Da ist nichts. Kommt jetzt noch der andere? Wir werden es sehen. War hier nicht mehr nachts auch noch was, Leute? Oder ist da nichts nachts? Ja, das ist ein bisschen schade. Im Elden Ring NG Plus hätte ich mir ein bisschen mehr neue Sachen noch gewünscht, irgendwie. Sie haben ein bisschen schleifen lassen. Ich meine, ich will nicht motzen, aber... Nicht umsonst wird gesagt, dass das beste NG Plus von FromSoft Dark Souls 2 ist. Da ist absolut nichts. Kann man raus, oder? Oh ne, kann man nicht raus, oder? War das nochmal das Curse Mark of the Death? Habe ich auch schon wieder vergessen. Na, den Heirloom, den Heirloom, hätte man doch wenigstens dann plus 1 oder so machen können, dass der im NG Plus ein bisschen was gibt. Aber nee, es ist halt, jetzt hast du einfach die Gegenstände doppelt. Das ist halt einfach Quatsch. Hier rein jumpen kann. Nee, kann man nicht.
Es fühlt sich alles an wie beim ersten Mal. Also. So, das hätten wir jetzt auch noch gemacht. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Highway Lookout Tower, das war nix von Bedeutung, meine ich. Limgrave Crossing. Was wir nochmal machen könnten, wäre eigentlich hier die Challenge von dem großen Topf. Allerdings ist der Weg ein bisschen beschwerlich. Wir müssen über den Aufzug. Dann müssten wir von hier. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ob das von hier. Nee, das ist hier schon, glaube ich, wohl. Ich bin nicht sicher. Von hier. Guck mal, da oben ist DLC. Übrigens. Da, direkt über meinem Kopf ist DLC. Das ist Mocks Raum. Doch, das könnte sogar klappen. Wenn wir hier... Da müssen wir runter. Da müssen wir hin. Aber wir kommen da... Nicht von hier. Na, hier sind wir eigentlich komplett falsch. Müssen. Oder? Wenn wir hier. Das ist. So. Wenn ich mich recht erinnere, von hier, Entschuldigung, nein, ich bin immer noch eine Ebene zu hoch, oder? Wohl. Richtig. Dass er da Damage nimmt, das nervt mich, ne? Das nervt mich. Sag ich, wie es ist. Das ist nicht in Ordnung. Oh, guck mal, Clarifying Hornjump plus 1. So, jetzt gehen wir hier runter. Bogen. Wie geil es einfach aussieht, oder? So ein düsteres Anor Londo. Leider von innen ziemlich spärlich. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, was ist das für ein krasser Legacy-Dungeon? Nee, leider nicht. Ah, ich bin immer noch zu hoch. Hä? Ich bin falsch.
glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn ich einfach vom Start des Levels losgerannt wäre, als hier versuchen, irgendwo runterzukommen. Ich glaube, ich komme hier nicht runter. Auch zu hoch. Aber warte, gibt es hier nicht einen Aufzug? Warte mal, wie war das? Aber geht der hoch oder geht er runter? Warte mal, warte mal. Nein, da kommen wir ja her. Ich bin so dumm. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Und zwar relativ easy. Ich muss gar nicht hier. Ich bin komplett im falschen. Ich weiß nicht, ob man hier auch hier. Da ist DLC über meinem Kopf. Deshalb, oder?
Da muss ich hin. Digga. Jetzt weiß ich es wieder. Glaube ich. Es war nämlich einfach der erste Aufzug runter. Aber habe ich das noch nicht im NG Plus gemacht? Das wundert mich so ein bisschen. Es kann sein, dass ich das gar nicht gemacht habe. Das war so ein geiler Moment beim ersten Mal, oder? Du denkst dir so, ja, der Aufzug geht runter, alles klar. Man geht aber weit runter, krass. Okay, ich bin auch gespannt. Hä, was? Boah, was ist das für eine krasse, was wird das für ein Dungeon wohl? Das geht ja richtig weit runter. Moment. Der geht ja immer noch runter. Hä, was ist hier los? Wieso? Was passiert hier? Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Da geben sie so schon mal einen kleinen Blick auf alles. Guck mal, was ist denn da, ey? Und du kommst hier so runter, runter, runter. Und denkst, Alter, wo bin ich denn? Alter, was geht hier ab? Und du hast noch keine Ahnung, welche Ausmaße das annimmt. Ich hatte richtig Schiss beim ersten Mal. Könnt ihr euch ja, das Let's Play gibt es ja immer noch bei mir auf dem Kanal. Könnt ihr euch mal angucken, wie meine Reaction da war, als ich zum ersten Mal runter bin. Ich hatte richtig Schiss. Zu Recht. So, jetzt muss ich nur gucken, weil ich glaube, wir müssen durchs Gebäude, ne? Hier liegt eh nur Crap. Was des Wortes. Ja. Welche Folge das war? Oh, das weiß ich nicht mehr. Was müsste das sein? So 10 vielleicht? 15? Muss mal gucken. Gibt alle Folgen hier auf meinem YouTube-Kanal. Grumpy Eder auf YouTube. Lasst ein Abo da und ein Like und eine Glocke und ein... Whatever. Lasst alles da. Entschuldigung, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. So, jetzt sind wir nämlich da. Sind wir schon da? Fast. Was ein Weg. Ich sag ja, es ist ein weiter Weg. Es ist ein weiter Weg, Leute. Oh, nimm's doch. Okay. Da ist die dumme Krabbe. Wir erinnern uns alle, wir sind alle da gestorben. So, und dann kommen wir nämlich hier. Was ist das? Das habe ich nämlich noch gar nicht. Hier bin ich im NG Plus noch gar nicht gewesen. Hast du eigentlich Zelda TOTK durchgespielt? Nee. Ungefähr Hälfte. War bei mir genau wie bei Breath of the Wild, dass ich so nach einer gewissen Zeit ein bisschen die Motivation verloren habe und dann irgendwann
kam der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt will ich noch mal, jetzt will ich noch mal. Ist hier nicht der Mimic-Fight? Achso, da muss man, glaube ich, aber erst alles hier anzünden, oder? Wie war das? Ach nee, das war, okay. Sieht nur so ähnlich aus. Jedenfalls, nee, Zelda TOTK steht noch auf der To-Do-List. Das ist ja auch eine miese Stelle, ey. Kann ich euch schon mal sagen. Allerdings, wenn man hier alle Ding-Säulen macht, könnte man mal NG Plus-mäßig gegen diesen einen Typ kämpfen. Und hier ist noch ein Shop-Guy, den muss ich leider auch einmal kurz für die Glocke töten. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Das muss man zu Fuß machen heutzutage. So, da ist ein Dicker jetzt hier oben. Ja, Baldur's Gate 3 habe ich auch noch nicht durch. Wie geil die auch extra so eine Runterfallanimation gemacht haben für solche Fälle. Nee, der ist super scheiße zu erreichen, der Händler. Und ich habe gern dann alles bei den Twin Maidens. Deshalb macht das schon Sinn, sich die Glocken zu holen. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass der eh aggro ist. Ich seinen Mate vertrimmt habe. Nee, ist alles gut. Was hast du denn? Ach, guck mal. Das ist alles sonst. Brauchen wir nicht. Hallo Julia, Julia, was geht ab in deinem Life? So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier lang dingsen. Findest du nicht, dass die Open World zu groß ist? Ja, ist schwer zu sagen. Also, es ist natürlich schon auch geil, so eine große Welt zu erforschen. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass sie zu groß ist, sondern dass sie teilweise nicht so gut gefüllt ist. Was aber ja generell so ein, so ein bisschen so ein Open-World-Problem ist. Und da, finde ich, macht mir von den ganzen Open-Worlds, die ich so gespielt habe, finde ich immer noch Elden Ring mit das Beste. Aber ja, man kann das durchaus kritisieren. Ich habe es auch vorhin gesagt, Mountaintop zum Beispiel, Mountaintop of the Giants ist ein Gebiet, was ich jetzt, weiß ich nicht, das hat das Spiel jetzt nicht super viel besser gemacht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass sie die Gebiete jeweils, wenn sie noch mehr Zeit gehabt hätten und die Gebiete so ausdesignt hätten wie Limgrave oder so, dann wäre es mir auch nicht zu groß gewesen. Also es ist eigentlich eher die Frage. Aber ja, es war schon so, am Ende hat sich Elden Ring ein bisschen anstrengend angefühlt, so.
Aber es, also ich habe auch immer gesagt, man hätte locker daraus zwei Spiele eigentlich machen können. Wenn man jetzt auch den DLC noch sieht, der wird wahrscheinlich auch nochmal halb so groß oder, weiß ich nicht, 50% von Elden Ring sein. Also quasi ein komplettes Dark Souls-Spiel. Ich glaube, wenn das Spiel halb so groß gewesen wäre, wäre keiner aus dem Spiel gegangen und hätte sich beschwert und gesagt, boah, das ist mir zu kurz. Das ist halt FromSoft. Die geben halt immer noch ein bisschen mehr. Und ich muss auch sagen, ey, wie geil ist das? Das ist hier kein Microtransaction, kein Game Pass, kein irgendwie nervige Nummer. Es ist einfach nur ein riesengroßes Singleplayer-Spiel. Also, natürlich kannst du auch Multiplayer spielen. Aber, hier lang, ne? Ohne Schnickschnack. Ich weiß nicht, es ist einfach. Ehrliches Videospiel. Da kommt jetzt der Bogenschütze. Aber der kann uns nichts, weil wir zu krass sind. Aber wir lassen uns natürlich trotzdem nichts gefallen. Von so einer Sau. Die meint uns hier beackern zu können. Alter, da ist noch einer. Den hatte ich tatsächlich vergessen. Okay, eigentlich nicht. Guck mal, der hat Schienbeinschoner an, das ein bisschen unfair ist. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass der Feuer speit. So. Hier ist kein Bonfire mehr, ne? Vor dem. Das wäre so geil gewesen, wenn man gegen den kämpft. Aber ich glaube, dass der krasseste im Spiel ist. Weil der hat ja quasi alle Seelen der Bosse in sich verschlungen. Also alle krassen Kämpfer hat er ja besiegt und trägt sie in sich. Und deshalb ist er auch der krasseste. Der hält es eigentlich gar nicht für nötig, mit uns zu kämpfen. Schießen heute eher nicht, oder was? Das fängt ja nicht schon mal gut an hier. The fuck?
Das ist halt die Nervscheiße hier. Ich finde, da hätte man nochmal einen Bonfire hinsetzen können. Die sind auch wieder da. Der zweite ist auch wieder da. Das ist ja nervig. Das habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung, ey. Echt. Alter. Hier hätten wir doch noch mal ein Bonfire hinmachen können. Okay. Ich brauche was mit mehr Reichweite. Okay, es ist zwar immer ein bisschen cheaten mit der Waffe zu spielen, aber... Hey, don't hate the player. And don't hate the game. Wieso kann man hier nicht noch ein Bonfire hinmachen? Irgendwo. Hier, hinter so einem... Alter. Sind das eigentlich... Nee. Das ist Quatsch, was ich sagen wollte. Ignoriert mich. So wie es immer tut. Number one down. Ich glaube, wie war das? Man muss die auch alle drei... hintereinander machen, glaube ich. Dingsschild. So, was sagst du jetzt? Cool, jetzt habe ich das zweimal. Weil es auch hier im NG Plus einfach nicht eine bessere Variante gibt. Warum? Also das ist wirklich was... Hier, toll. Er sagt auch nichts. Ich glaube, man konnte den auch nicht angreifen, ne? Halt es einfach ab.
Hier war auch nichts. Das war auch eine Enttäuschung, oder? Ach, das ist jetzt eine Arena wahrscheinlich. Geil, das habe ich noch gar nicht abgecheckt, ja. Das ist jetzt PvP-Arena. Na gut, immerhin. Das Caelid Colosseum. Sieht eigentlich so fett aus, dann ist das nur so ein Raum. Beziehungsweise, ja, ich weiß, es ist PvP-Kolosseum, aber geil wäre es gewesen, wenn das auch noch so ein richtig geiler Dungeon gewesen wäre. Ja. Das sieht auf jeden Fall auch nice aus hier, guck. Was mich ehrlich gesagt gewundert hat, war, dass man in Elden Ring nicht ins Wasser kann. Jetzt werdet ihr sagen, das konnte man aber auch bei Souls auch nicht. Das stimmt. Aber dafür konnte man es bei Sekiro. Und deshalb dachte ich, das wird so ein Feature sein, was sie noch von Sekiro übernehmen. Aber wahrscheinlich hätten sie da noch größere Probleme gehabt. Obwohl, das hätte man schon irgendwie lösen können, aber dass man dann nicht irgendwie übers Wasser hin irgendwo landet, wo man nicht landen soll. Was sind eure Wünsche für ein Elden Ring 2? Ist natürlich jetzt ein bisschen vermessen, kurz vorm Release vom DLC schon von Elden Ring 2 zu reden. Aber so, wenn jetzt mal dann irgendwann in 5 Jahren oder in 6 Jahren, keine Ahnung, wird es dann angekündigt oder kommt dann irgendwann Elden Ring 2. The Ring of Gods oder sowas. Und dann, was sind eure Wünsche? Die Verbindung der Elden Ring-Lore zu Dark Souls-Reihe. Aha. Ich hätte zum Beispiel gerne so eine Möglichkeit, dass man... mir fällt jetzt kein Beispiel ein von einem Spiel, aber dass man Körperteile kaputt machen kann. Also ihr seht jetzt hier diesen Bären zum Beispiel. Und wenn, dass ich da dann dem die Arme ab schlagen kann und er dann so Dead Space mäßig, das sind übrigens die schlimmsten Gegner im Spiel, dass man dann, ich muss kurz konzentrieren, dass der Gegner dann sozusagen sich auch nicht mehr richtig bewegen könnte oder so, das fände ich geil. Mehr größere Dungeons, weniger kopierte Gegner. Ja, das mit den kopierten Gegnern hat mich eigentlich nicht so gestört. Das ist so schon immer bei FromSoft gewesen. Außerdem, ich weiß nicht, es gibt über... Wie viele Bosse gibt es im Spiel? 190 oder 390? Ja, irgendwie, es gibt auf jeden Fall sau viele Bosse. Dass das nicht alles unique Bosse sind, finde ich irgendwie nachvollziehbar. Da kommen wir nicht runter, ne? Ja, kann man da runter droppen? Ich fand, es gab trotzdem genug auch einzigartige Bosse. Aber ja, mehr Legacy Dungeons und weniger... Nee. Weniger so... Ja, so halbe Dungeons. So, weiß ich nicht, Castle Zoll und solche Geschichten. Die sind irgendwie ganz nett, aber die haben dann lieber 2, 3. Also wenn ich jetzt mal hier auf die Map gehe, lieber...
weniger von... Ja, Redmayne Castle war auch so mittelmäßig, aber... Sowas hier zum Beispiel. Shaded Castle oder Castle Sol oder hier auch in... Wie heißt die nochmal? Das ist Castle Sol, ne, da meine ich. Hier war das hier. Caria Manor, genau. Das sind alles so... Das sind okay Dungeons, aber es sind halt keine richtig geilen, memorable Dungeons. So, das könnte... Dann lieber zwei oder drei von denen weniger und dafür nochmal was richtig Geiles. Aber generell ist die Gegnervielfalt in Elden Ring, finde ich, einfach überragend. Also wenn ich das mit anderen Spielen vergleiche, wo du gegen die gleichen 5-6 Gegner spielst, ich meine, guck dir Breath of the Wild an. Breath of the Wild würde sich die Finger danach lecken, wie viele Bosse und verschiedene Gegner es hier gibt. So ein bisschen Fluch der guten Tat, habe ich manchmal das Gefühl. Okay, hier haben wir gemacht. Okay, okay. Das haben wir. Hallo. Hallo, Nicola. Magst du eine kleine Pause machen? Ja. Kann ich machen. Ich würde sogar überlegen, ob ich jetzt mal was ganz anderes mache. Oh. Weil mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel einfällt, was ich machen könnte. Ich habe echt fast alles gemacht, was man so machen kann. Was war denn hier nochmal? Das checke ich nochmal ganz kurz. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ach doch, ich weiß, welcher Verkäufer das ist. Der sitzt da in der... Da oben im Berg, glaube ich. Wenn man... nämlich falsch. Hä, ich bin doch auf das Ding gesprungen. Dachte ich. Jetzt muss ich da hoch, meine Seelen holen und dann muss ich wieder runter. Gute Nacht, Hadref. Jesus. Ah, guck. Was ich mir, glaube ich, noch mehr gewünscht hätte, wären noch so Bosse, so in der, so wie Drachen in Dark Souls. Zum Beispiel, wenn dann hier so langläuft, so ein Drache, der dann hier so auf der Brücke ist und irgendwie solche Geschichten. Wisst ihr, was ich meine? So halb Zwischensequenz und halb Boss. Ich kann, also ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen... So über, mehr so überraschende Sachen noch, so, dass irgendwo was zur Seite bricht und dann kommt da irgendwie nochmal. Kann aber gut was weg. Wie ein Frenzy Eyes. Ja.
Nee. Die sind nicht zu unterschätzen. Ich kann nicht in die Map. Volcano Cave. Ja, die Bossruhen finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Da habt ihr vollkommen recht, ja. Die Bossruhen, man benutzt eh eigentlich nur die eine und die anderen. Also, die hätten noch irgendeinen geileren Impact haben müssen. Dafür, dass die so prominent im Spiel platziert sind und alles. Irgendwie, da hätte man echt so ein bisschen, fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Na komm. Licht an. An den Dungeon hier erinnere ich mich auch überhaupt nicht. Tatsächlich. Oder erinnere ich mich an den? Doch. Ding dong, die Hexe ist tot. Oh, da lebt noch einer. Hä? So. Ja, hier gibt's auch nur Crap. Coil Shield. Lame. Nur Dreck. Fünf Werbespots. Das ist tatsächlich viel. Ich glaube, ich habe einfach eine Minute oder so Werbung eingestellt. Als Strafe, weil ihr mir keine Subs gibt. Keksdieb. Ist schon so lange dabei. Kannst auch mal einen Sub hier lassen. Ein Prime-Sub. Wenigstens ein Prime-Sub. Dämmer je. Ey. An den erinnere ich mich auch überhaupt nicht. Jar Cannon. Okay. Dürfte ich jetzt auch zweimal haben. Ja. Ah, Double Jar Cannon. Vielleicht ist das geil.
Was ist denn hier? Jesus. Das ist jetzt schon vorbei, ne? Aus Bloodborne. Geil. Ah, es geht gar nicht. Okay. Er nimmt immer eine. Er nimmt die immer. Kann die gar nicht double wielden. Schade. Kann ich eigentlich. Könnte Marikas Hammer double wielden. Okay. Keksieb schreibt mein Prime-Sub ging an Krogi. Ja, das ist natürlich auch cool. Und verstehe ich auch. Alles gut. Aber. Ja. Dann musst du durch die Minute durch. Eine Minute Werbung. Come on. Ah ne, da komme ich doch her. Gibt es eine Möglichkeit mit Prime den Porn zu supporten? Nee, leider nicht. Das wäre schön. Oh, ihr seid auch wieder da. Gut. Jetzt habe ich aber wirklich, glaube ich, alles. Ich sage das schon seit Stunden, aber es ist ja auch so. Einmal ganz kurz, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und zwar, wenn wir Marikas Hammer. Der ist jetzt zwar nicht hochgelevelt, aber das kann jetzt erstmal egal sein. Das ist natürlich schon eine Ansage, ne? Geiles Moveset, wie ich finde. Jetzt ist hier niemand zum Umklatschen, ey. Hast du Mock 2 in der Hauptstadt? Mock 2? Es ist Mock 2. I Mock 2. Wie viel Bier wollen Sie denn? Ja, Mock 2, gell? Ja, sicherlich. Eieiei, was haut denn hier so rein? Mini-Gargoyles. Oder was? Als Moveset gefällt schon. Könnte man fast überlegen, den zweiten Hammer auch noch auf 9 hochzuziehen. Das ist zwar ein bisschen verschwenderisch. Unten in der Kanalisation. Ich glaube, ich habe die schon
gemacht im NG+. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Sieht schon unfassbar badass aus. Oder? Ohne Hose wäre cooler. Ja, Julia, tut mir leid. No can do. Ich bin der Eldenlord. Da kann ich einfach hier halb nackt rumlaufen. Die Leute müssen Respekt haben. Okay. Das lasse ich jetzt erstmal mit Elden Ring. Wenn ihr dieses Video auf YouTube gesehen habt, dann habt ihr schon meinen Uncut-Kanal gefunden. Wenn ihr dieses Video nicht seht, dann bringt es nichts, dass ich euch jetzt hier in diesem Video sage, dass ich einen Uncut-Kanal habe. Aber für den Stream ist es gut. Ich habe einen Uncut-Kanal. Eddie Uncut, da landen solche Sachen, die jetzt schon alte Reihen fortgesetzt werden oder so. Würde mich freuen, wenn ihr das abonniert. Ansonsten fühle ich mich ready für den DLC, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es kaum erwarten. In zwei Wochen geht's los, Leute. Wenn ich noch irgendwas machen soll, wenn ihr euch noch irgendwas wünscht. Eine Waffe, eine Rüstung, irgendwas, was ich vergessen habe oder so. Schreibt es in die Comments. Ich glaube zwar nicht, dass ihr irgendwas wisst, was ich nicht weiß. Aber das wisst ihr ja nicht. Hä?